Reis bedeutet in asiatischen Ländern Leben, denn die kleinen, nahrhaften Körner sind bei jeder Mahlzeit dabei. Seit Jahrhunderten werden unzählige verschiedene Arten in Thailand angebaut und in die ganze Welt verschifft. Die Bauern legen die Reiskörner für einige Tage ins Wasser, um diese aufquellen zu lassen. Nach dem Quellen werden die einzelnen Körner in warme Erde gelegt, wo nach einigen Wochen kleine Jungpflanzen keimen. Jeder einzelne Zögling wird nun im Feld gesetzt, wo er 3 bis 5 Monate braucht, bis er erntereif ist. Ist der Reis reif, wird das Wasser vom Feld abgeleitet, der Reis geerntet, getrocknet, geschält und für den Verkauf verpackt. Das sieht man jetzt, den fast fertigen Reis. In Kürze kann man diesen ernten.